Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenhoroskop von 1. bis 7. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen nämlich, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung ist zwar minimal, aber in laufenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden macht es schon was aus. Und diese Berechnung übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen. Ich empfehle Ihnen auch, Ihren Geburtshoroskop umrechnen lassen. Und diese Umrechnung, das kann ich als Blitzberatung auch anbieten. Und jetzt die Wochentendenzen. Klarheit bekommen über etwas. Klarheit über eine bestimmte Situation. Klärenden Gesprächen führen. Etwas in Ordnung zu bringen. Der Wahrheit vertreten, erfahren. Das ist gerade der richtige Zeitpunkt für die Jungfraugeborenen, für Stiergeborenen, für Steinbockgeborenen, für Skorpiongeborenen und Krebsgeborenen. Einflüsse von außen, eine Hilfe, eine Unterstützung und dadurch klärt sich etwas auf oder erfahren die Wahrheit die Löwengeborenen und die Waagegeborenen. Das ist ein wichtiges Thema für die Fischengeborenen, aber sie sollen nicht passiv verhalten, sondern nachfragen oder etwas klären und aktiv zu sein. Eine gewisse Unklarheit oder Unsicherheit bei Gesprächen oder etwas aufzuklären, das erleben die Wassermanngeborenen und die Wiedergeborenen. Momentan ist fast unmöglich, etwas bereinigen, klären, klärenden Gespräche führen, etwas in Ordnung zu bringen, ist zurzeit schwierig bei den Zwillingsgeborenen und bei den Schützengeborenen. Liebe, Partnerschaft, Glück, Chancen, Möglichkeiten, Gewinne zu haben, Werte, Wertschätzung, gute Geschäfte zu machen und Rechte zu bekommen, das ist eine gute Energie und ist auch der richtige Zeitpunkt für die Waagegeborenen, für die Zwillingsgeborenen, für die Wassermanngeborenen, für Schützegeborenen und für die Löwengeborenen. Einflüsse von außen oder Glück, eine Begegnung oder ein Glücksfall oder Glück in die Liebe, Partnerschaft. Dieser Einfluss von außen, was auch sehr gut ist, das erleben die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Eine gewisse Unsicherheit in die Liebe oder bei Investitionen, ein gewisses Risiko haben die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Thema Liebe, Partnerschaft, Glück, Chancen, Möglichkeiten, etwas gewinnen, die Finanzen in Ordnung zu bringen und Recht zu bekommen. Das ist gerade der richtige Zeitpunkt zum Handeln bei den Waagegeborenen, bei den Wassermanngeborenen, bei Zwillingsgeborenen, bei Schützengeborenen und bei Löwengeborenen. Einflüsse von außen, eine Unterstützung bekommen die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Eine gewisse Unsicherheit in die Liebe und bei Investitionen ein Risiko haben die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Thema Liebe, Partnerschaft, Chancen, Möglichkeiten, etwas gewinnen. Dieses Thema sollen Sie die Wiedergeborenen bewusst wahrnehmen und aktiv zu sein.
eine gewisse Spannung in die Liebe und Verlust, das erleben die Steinbockgeborenen und Krebsgeborenen. Verlust meine ich finanzielle Verlust. Thema: Loslassen, etwas Neues starten und das auch befestigen und etwas gründen. Diese Sicherheit, Stabilität verspüren, ein Neuanfang zum Starten ist der richtige Zeitpunkt für die Schützengeborenen, Löwengeborenen, Wiedergeborenen, Wassermanngeborenen und Waagegeborenen. Eine gewisse Unterstützung und Hilfe bekommen die Skorpiongeborenen und die Steinbockgeborenen. Etwas gründen, etwas starten, ein Neuanfang sollen die Zwillingsgeborenen wagen. Ein gewisses Risiko bei Neuanfang oder Unsicherheiten verspüren die Stiergeborenen und die Krebsgeborenen. Etwas Neues anfangen, gründen und starten ist nicht der richtige Augenblick bei den Jungfraugeborenen und bei den Fischengeborenen. Thema: Karma, alte Karma, alte karmischen Erinnerungen oder Erinnerungen an die Kindheit. Aber auch die schöpferische Kraft zu verspüren, diese inneren Kraft, das unterstützt gerade die Steinbockgeborenen, die Stiergeborenen, die Jungfraugeborenen, die Skorpiongeborenen und die Fischengeborenen. Einflüsse von außen, was dazu führt, dass die Kindheit wieder zum Erinnerung kommt, oder karmischen Begegnungen. Einflüsse von außen, was auch sehr unterstützend ist, bekommen die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Unsicherheiten, Kraftlosigkeit und Traurigkeit, das, was in Vergangenheit, in die Kindheit passierte, diese Unsicherheit verspüren die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Vergangenheit spiegelt etwas für die Krebsgeborenen, kann die Erinnerungen sein, kann auch bedeuten, dass sie sollen mit jemand kontaktieren von Vergangenheit, oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Eine gewisse Kraftlosigkeit und Traurigkeit, das was die Vergangenheit betrifft, verspüren die Wiedergeborenen und die Waagegeborenen. Enttäuschungen, besonders was die beruflichen Situation betrifft, weil da kränkt etwas oder der Gesundheitszustand ist gerade nicht im Höhepunkt. Und da eine Heilung bringen, also Heilung in Gesundheit oder etwas verbessern in beruflicher Situation, das können Sie verbessern zurzeit die Wassermanngeborenen, die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wiedergeborenen und die Schützengeborenen. Enttäuschungen im Arbeitsplatz oder eine bestimmte Situation, was gerade kränkt, oder Krankheit. Da eine Heilung zu bringen, das ist der richtige Zeitpunkt für Wassermanngeborenen, für Waagegeborenen, für die Zwillingsgeborenen, für die Wiedergeborenen und für die Schützengeborenen. Eine gewisse Unsicherheit auch im Arbeit, auch bei eigenen Kraft, das verspüren sie die Krebsgeborenen und auch die Jungfraugeborenen. Hilfe von außen, eine Heilung oder eine Klärung in Arbeitsplatz oder diese Situation, was kränkt, klärt sich auf, weil Einflüsse kommen von außen und das ist eine gute Unterstützung bei den Steinbockgeborenen und auch bei den Fischengeborenen. All das in Ordnung zu bringen, weil da braucht man Heilung. Dieser Spiegel haben gerade die Löwegeborenen. Spannung in Arbeitsplatz oder Enttäuschungen, Kraftlosigkeit, Müdigkeit. Diese Spannung haben die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen.
etwas in Harmonie bringen, etwas ausgleichen, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Diese Möglichkeiten haben gerade die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen, die Skorpiongeborenen, die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen. Ungleichgewicht, das haben die Löwengeborenen und die Waagegeborenen. Einflüsse von außen, was dazu führt, dass alles in Harmonie kommt, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft, diese Hilfe haben die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Selbst aktiv zu sein, das alles im Gleichgewicht bringen, in Harmonie zu bringen, das ist die Aufgabe gerade die Jungfraugeborenen. Unausgeglichenheit und Spannung verspüren die Zwillingsgeborenen und die Schützengeborenen. Eine Überraschung oder unerwartete Ereignisse, das alles in andere Richtung dreht, diese Überraschung, dieses Ereignis, ist aber was Positives bei den Wiedergeborenen, bei Schützengeborenen, bei Löwengeborenen, bei Zwillingsgeborenen und bei Wassermanngeborenen. Diese Einflüsse von außen, diese Überraschung oder diese unerwartete Ereignis verunsichert die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Diese Überraschung hilft die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sollen im Vertrauen bleiben, weil es kommen unerwartete Ereignisse, aber das sollen sie auch bewusst wahrnehmen. In eine andere Richtung bewegen, das wäre eine falsche Richtung bei den Steinbockgeborenen und bei Krebsgeborenen. Eine Reise, eine große Reise, Kontakte im Ausland. Diese Reise kann aber auch eine innere Reise sein oder eine Ausbildung. Das ist der richtige Zeitpunkt für die Stiergeborenen, für die Jungfraugeborenen, von Steinbockgeborenen, von Krebsgeborenen und Fischengeborenen. Unsicherheit entsteht bei Waagegeborenen und bei den Schützengeborenen. Sie stellen die Fragen, soll ich nicht, soll ich auf die Reise gehen, soll ich diese Ausbildung machen, diese Unsicherheit meine ich damit. Aktiv zu sein, auf die Reise zu gehen, Auslandskontakte pflegen oder eine Fortbildung starten, das wäre gut für die Skorpiongeborenen. Kontakte im Ausland, etwas in Bewegung und das ist eine gute Unterstützung, das erleben die Zwillingsgeborenen und die Wiedergeborenen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, auf die Reise zu gehen, auch nicht der richtige Zeitpunkt, eine Ausbildung zum Starten, das trifft die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Ansehen, Respekt, die Berufung zu leben, Anerkennung. Ziele zum Erreichen, das zum in Angriff zu nehmen, das ist der richtige Zeitpunkt, gerade bei den Zwillingsgeborenen, bei Wassermanngeborenen, bei Waagegeborenen, bei Wiedergeborenen und bei Löwengeborenen. Eine gewisse Unsicherheit oder keine Anerkennung, das erleben gerade die Steinbockgeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Sich zu zeigen, ihren Können zeigen, das ins Licht zu bringen, aktiv zu sein und selbstbewusst sein, damit man Respekt und Ansehen bekommt, das ist wichtig bei den Schützengeborenen. Gute Gespräche in dieser Hinsicht, was die Berufung betrifft oder eine Lob, eine Anerkennung, das bekommen die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen. Eine gewisse Spannung, Respektlosigkeit oder Probleme im Arbeitsplatz, weil das eben nicht die richtige Berufung ist. Und schwierig ist gerade die wahre Berufung zu finden. Diese Spannung verspüren die Fischengeborenen und die Jungfraugeborenen. Hier spreche ich nicht um den Arbeitsplatz, sondern um die Berufung.
die wahre Berufung in diese Richtung etwas starten, das ist nicht der richtige Augenblick bei den Fischengeborenen und bei den Jungfraugeborenen. Hoffnung zum Haben, aktiv zu sein in Gesellschaft oder die Freundschaftskreis pflegen oder aktiv zu sein in einer Gruppe wie ein Sportverein oder eine Partei, eine neue Richtung und in Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Diese Aktivitäten sind gut für die Krebsgeborenen, für die Skorpiongeborenen, für die Fischengeborenen, für die Stiergeborenen und für die Jungfraugeborenen. Ein gewisses Risiko haben die Wassermanngeborenen und die Schützengeborenen. Das sollen sie tun und da in diese Richtung aktiv zu sein, das trifft die Steinbockgeborenen. Eine Einladung kommt bei den Zwillingsgeborenen und bei den Löwengeborenen. Spannung, Stress im Freundeskreis oder bei dieser Gruppe, das haben die Wiedergeborenen und die Waagegeborenen. Die Geheimnisse, diese tiefe Geheimnisse zum Erfahren oder ein Geheimnis wird vermittelt bei den Löwengeborenen, bei Schützengeborenen, bei Widergeborenen, bei Waagegeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Das bedeutet auch, über die geheime Feinde einen Sieg zu haben. Unsicherheit, was die Geheimnisse betrifft, man weiß nicht, was die Wahrheit ist und man zweifelt an die Vertrauen. Hat man Feinde oder wen kann man überhaupt vertrauen? Diese Unsicherheit haben die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Eine gewisse Unterstützung, gerade die Geheimnisse zu erfahren oder die geheime Feinde aufdecken, diese Unterstützung haben die Jungfraugeborenen und die Krebsgeborenen. Genau in diese Richtung sollen denken und Gedanken machen, das trifft die Wassermanngeborenen. Geheime Feinde, das haben gerade die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Das waren die Wochenereignisse und jetzt schauen wir die Tagesereignisse an und das ist die Mondbewegung. 1. Oktober ist Montag und das ist ein Mondtag. In diesem Tag bewegt sich Mond nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Stier, im Grenzbereich zwischen Stier und die Tierkreiszeichen Zwillinge. Aber bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch im Stier. In diesem Tag sollen wir unserem Traumwelt zurückziehen, auf unserem Träume achten. Dann sollen wir geduldig zu sein. Ein gewisser Ungeduld, eine gewisse Unruhe ist in diesem Tag spürbar. Dieser Montag ist ein guter Tag zum Friseur zu gehen, zum Haare schneiden. Dieser Stiermond hat einen Einfluss von Sternbild Orion. Orion ist nichts anderes als der himmlische Jäger, der jagt nach etwas. Das bedeutet Ziele setzen und orientieren. Die Hunde, diese Orion, diese Jagdhunde, zeigen auch Richtung Nordpol und Nordpol dient auch zum Orientierung. Also es ist gut, etwas zum Planen, neu orientieren, aber noch nicht starten, sondern das Visualisieren. Die Mondenergie am Montag ist eine gute Energie und das hilft bei innerem Gleichgewicht, gibt ein gutes Gefühl oder hilft bei Neuanfang oder etwas Planen. Diese Mondenergie unterstützt die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Fischengeborenen und die Krebsgeborenen. Das spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen und das bedeutet für die Skorpiongeborenen, die inneren Gleichgewicht bleiben oder etwas ausgleichen, vergleichen.
Eine Unterstützung haben die Zwillingsgeborenen und die Wiedergeborenen und das ist auch ein gutes Gefühl. Unsicherheit verspüren die Waagegeborenen und die Schützengeborenen. Und Unruhe, Unsicherheit, Spannung, das haben Montag die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Wäre auch nicht gut, ein Neuanfang zum Starten. Dienstag, 2. Oktober. Dienstag ist ein Marstag. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dienstag ist Halbmond. Halbmond ist immer schön, aber Halbmond ist immer eine Spannung. Und diese Spannung ist genau um 10 Uhr und 54 Minuten. Das heißt, in diesem Zeitpunkt sollen wir nichts Neues anfangen, weil das führt zu Spannung, führt zum Verlust, führt zum Unausgeglichenheit. Mond bewegt sich relativ schnell und bis Nachmittag entfernt sich von dieser exakten Halbmondposition und dann ist die Energie schon besser. In diesem Dienstag sollen wir auf unseren Gefühlen achten, dass wir im inneren Gleichgewicht bleiben und auf die Leichtigkeit achten. Dienstag eignet sich sehr gut, etwas im Fluss zu bringen, etwas in Bewegung setzen. Wir haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit oder von etwas befreien. Das ist auch sehr leidenschaftlich, dieser Tag. Es ist auch gut, etwas unternehmen, auf die Reise gehen, Termine vereinbaren, Entscheidungen treffen, aber bitte darauf achten, dass um 10 Uhr 54 Minuten soll das nicht unterschrieben werden oder die Entscheidung sollen wir eher dann später treffen oder die Termine eher nach Nachmittag legen. Diese Mondenergie am Dienstag ist sehr gut. Das ist ein gutes Gefühl für die Waagegeborenen, für die Zwillingsgeborenen, für die Wassermanngeborenen, für die Wiedergeborenen und auch für die Löwengeborenen. Eine gewisse Unsicherheit haben die Steinbockgeborenen und die Skorpiongeborenen. Im inneren Gleichgewicht bleiben, ist wichtig bei den Schützengeborenen. Einflüsse von außen, was beruhigt, haben die Stiergeborenen und die Krebsgeborenen. Spannung, innere Unsicherheit, Nervosität, das haben die Fischengeborenen und die Jungfraugeborenen. In diesem Dienstag wechselt Merkur die Mondhaus, das heißt eine ganz andere Merkur-Energie. Merkur ist die Planet für Handlungen, für Kommunikation, für Verträge. Und dieser Wechsel wird spürbar sein. Merkur bekommt einen Einfluss von Speaker. Dieser Stern Speaker bedeutet die Weizenähre der Jungfrau. Die Jungfrau hält diese Weizenähre in Hand und das hat eine Bedeutung. Das ist die Ernte. Das ist Gewinn. Also jetzt gerade ein Vertrag unterschreiben bringt Gewinn, bringt Ernte. Aber bitte auf den Zeitpunkt achten, also nicht in diesem 10 Uhr, genau, 10 Uhr und 54 Minuten. Das wäre nicht so gut. Diese Merkur-Energie, dieser Wechsel ist sehr gut für die Jungfrau-Geborenen, für die Stier-Geborenen, für die Steinbock-Geborenen, für die Skorpion-Geborenen und für die Krebs-Geborenen. Ein Wechsel bei den Gesprächen oder Terminen. Das wäre eine Unsicherheit bei den Wiedergeborenen und bei den Wassermanngeborenen. Bei einem Wechsel lieber etwas noch überprüfen. Da sind Unklarheiten da. Diese Wechsel sollen tun die Fischengeborenen. Oder zuhören, was der andere meint, damit in eine andere Richtung geht. Ein Wechsel bei den Verträgen oder bei Gesprächen
oder bei Handlungen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt in diesem Tag bei den Zwillingsgeborenen und bei den Schützengeborenen. 3. Oktober, Mittwoch. Mittwoch ist ein Merkurtag. Mond bewegt sich Mittwoch in Tierkreiszeichen Zwillinge, aber im Grenzbereich im laufenden Tag übergeht dann in Tierkreiszeichen Krebs. In diesem Tag, in diesem Mittwoch, haben ein großes Bedürfnis nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Wir verspüren die schöpferische Kraft, die Kreativität, haben wir tolle Ideen. Die weibliche Energie ist sehr stark ausgeprägt. In diesem Tag ist möglich, dass jemand oder etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Wir sollen heute nichts ausleihen, weil das kehrt nicht mehr zurück. Diese Mondbewegung, dieser Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, hat einen Einfluss von Sirius. Sirius ist ein sehr hell leuchtender Stern im Himmel, wurde bei Ägyptern verehrt und zeigt eine Richtung wie ein Wegweiser. Und das ist wichtig, dass wir Ziele haben, Ziele setzen. Und dazu können wir den heutigen Tag nutzen, unseren Ideen, diese Kreativität, diese schöpferische Kraft und dann das als Ziel setzen. Wir sollen die Richtung bestimmen. Diese Mondenergie ist sehr gut und das ist ein sehr gutes Gefühl im Tag für die Zwillingsgeborenen, für Waagegeborenen, für Wassermanngeborenen, für Widdergeborenen und für die Löwengeborenen. Unsicherheit verspüren die Steinbockgeborenen und die Skorpiongeborenen. Auf dem inneren Gleichgewicht, auf die inneren Harmonie sollen die Schützengeborenen achten. Einflüsse von außen, was sehr beruhigend wirkt, das haben die Stiergeborenen und die Krebsgeborenen. Innere Unruhe, innere Nervosität haben die Fischengeborenen und die Jungfraugeborenen. 4. Oktober, das ist Donnerstag. Donnerstag ist ein Jupitertag. Mond bewegt sich Donnerstag im Tierkreiszeichen Krebs. Das ist der Tag für die Kinder, Kinderwunsch oder Schutz für die Kinder. Dieser Tag ist auch gut zum Sehen, zum Beispiel etwas klar und deutlich erkennen, genau hinschauen oder zum Augenarzt gehen, weil da kommt die Heilung. Wir können etwas entwickeln, wir haben tolle Ideen oder etwas in einen krönenden Abschluss bringen. Die einzige Spannung, was hier in diesem Donnerstag möglich ist, das ist die Spannung im Gesetz oder in einer rechtlichen Lage. Diese Mondenergie ist eine sehr schöne, unterstützende, harmonisierende, beruhigende Energie für die Krebsgeborenen, für Fischengeborenen, für Skorpiongeborenen, für Stiergeborenen und für Jungfraugeborenen. Eine gewisse Unsicherheit verspüren die Wassermanngeborenen und die Schützengeborenen. Einflüsse von außen, eine beruhigende Wirkung haben die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Die Steinbockgeborenen sollen in inneren Harmonie bleiben, etwas ausgleichen. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Unruhe, Unsicherheit, Nervosität, das haben in diesem Donnerstag die Widdergeborenen und die Waagegeborenen. 5. Oktober, Freitag. Freitag ist ein Venustag. Mond bewegt sich in diesem Tag in Tierkreiszeichen Krebs. Es ist zwar im Grenzbereich, weil in diesem Tag übergeht Mond von Tierkreiszeichen Krebs auf Tierkreiszeichen Löwe. In diesem Freitag kommt vieles an die Oberfläche
unserem Unbewussten spiegeln etwas. Es ist auch möglich, dass wir ein Traumbild haben oder ein wichtiger Traum, weil die Träume sind die Sprache unserer Seele. Dieser Tag ist auch wichtig, sehen und gesehen werden. Diese Mondenergie hilft die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen, die Stiergeborenen und auch die Jungfraugeborenen. Unsicherheit haben die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Einflüsse von außen, und das hat eine beruhigende Wirkung, das haben die Zwillingsgeborenen und die Löwengeborenen. Auf dem inneren Gleichgewicht sollen die Steinbockgeborenen achten. Innere Spannung, Nervosität, das verspüren die Waagegeborenen und die Widdergeborenen. Freitag ist ein Schicksalstag. Und was bedeutet dieser Schicksalstag? Das ist schon die Lilith-Energie, was auf dem Mond eine Wirkung hat, und Mond vermittelt in unserem Leben, beeinflusst unseren Alltag. Hier geht es um unsere Wünsche, Sehnsüchte, unsere Träume. Und diesem Schicksalstag scheint es so hoffnungslos zu sein. Und genau in diesem Schicksalstagen brauchen wir die Kraft, die Überzeugungskraft, das Ja nicht aufgeben. In diesem Freitag, in diesem 5. Oktober, wird Venus stationär und ab 6. Oktober wird rückläufig. Das beeinflusst unser Liebesleben, und das heißt, nach dieser Rückläufigkeit entweder bremst etwas in die Liebepartnerschaft, aber es ist gut möglich, bei dieser Rückläufigkeit, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Samstag am 6. Oktober 2018, Samstag, ist ein Saturntag. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. In diesem Samstag sind Themen wie Macht und Gerechtigkeit. Aber nicht nur das, sondern wir haben einen Bezug zu unserem Ahnen. In diesem Tag suchen wir nach Erfolg, entweder nach materiellen Erfolg oder nach spirituellen Erfolg. Was schwierig ist in diesem Samstag, etwas loslassen, etwas beenden. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, und diese Tagesbewegung des Mondes, dieser Mondhaus, wird beeinflusst von Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, und Regulus ist die Herz der Löwen. Und da sollen wir unserem Herzensangelegenheiten achten. Diese Mondenergie ist sehr gut für die Löwengeborenen, für Schützengeborenen, für Widdergeborenen, für Waagegeborenen und für die Zwillingsgeborenen. Eine gewisse Unsicherheit haben die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Etwas im Gleichgewicht zu bringen oder im inneren Gleichgewicht bleiben oder an den eigenen Herzensangelegenheit hören, das ist ein wichtiges Thema in diesem Tag für die Wassermanngeborenen. Einflüsse von außen, und das sind Unterstützungen, das haben die Jungfraugeborenen und die Krebsgeborenen. Innere Unsicherheit, Spannung, Nervosität, das haben sie die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. 7. Oktober, Sonntag. Sonntag ist der Tag der Sonne. Mond bewegt sich in diesem Sonntag in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich, weil übergeht dann in Tierkreiszeichen Jungfrau. Themen sind Erinnerungen, aber auch Geduld, etwas reifen lassen, bis es zur Vollendung kommt. Dieser Tag bedeutet die himmlischen Feuer. Dieser himmlischen Feuer ist unsere Begeisterung, unsere Ideen, und die Aufgabe ist es im Tat umsetzen.
Aber nicht nur die Gegenwart spielt hier eine große Rolle, sondern auch die Vergangenheit. Dieser Löwemond ist eine sehr gute Energie für die Löwengeborenen, für Schützengeborenen, für Widdergeborenen, für Zwillingsgeborenen und für die Wagengeborenen. Unsicherheit verspüren die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Einflüsse von außen, eine beruhigende Wirkung, Unterstützung haben die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Die Wassermanngeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Spannung, Nervosität haben Sonntag die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Und das war mein Wochenhoroskop, aber ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und Sie bekommen die Antwort noch im selben Tag. Spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.